Seid gegrüßt, ihr lieben Glaubensgeschwister und ihr lieben Facebook-Freunde da draußen. Es ist jetzt circa eine Woche her, wo ich das letzte Mal live gewesen bin. Also, ich möchte euch gerne ein kleines Zeugnis erzählen. Weil ich habe euch ja mal in der Vergangenheit versprochen, Zeugnis darüber abzulegen, wie der Herr in meinem Leben wirkt. Also, ich habe etwas erlebt. Und zwar, es war am Freitag gewesen, ihr wisst, dass ich in der Wiedereingliederung bin oder war. Und mir wurde am Freitag mitgeteilt, dass ich die Wiedereingliederung nicht bestanden hätte. Ups. Hallo Christina, grüß dich. Ich möchte euch gerne ein Zeugnis ablegen. Also, ich war völlig verdattert, gefragt, was ist denn los? Warum denn nicht? Und da hat man zu mir gesagt, ich sei unkonzentriert, ich sei unkoordiniert, Kollegen müssen hinter mir herarbeiten und so weiter. Ich habe mich natürlich extrem dagegen gewehrt, ist ja ganz klar, weil mich damals niemand auf Fehler hingewiesen hat, was ich hätte besser machen können. Also ihr Lieben, ich wurde also knallhart mit meiner damaligen Angst konfrontiert. Und zwar die Versagensangst. Ich habe viele Jahre darunter gelitten, unter der Versagensangst, die mir der Satan eingeredet hat. Okay? In der Vergangenheit. Und bei der Wiedereingliederung war bei mir komplett das Gegenteil der Fall. Dass ich mit einem hohen Selbstbewusstsein und mit absolutem Gottvertrauen an die Sache herangegangen bin. Also, der Satan hat mich praktisch mit dieser Situation knallhart konfrontiert, indem er mir gesagt hat, ich hätte die Wiedereingliederung nicht bestanden. Boom! Wie gehe ich mit so einer Situation um? Das war richtig heftig. Also, ihr Lieben, ich muss euch sagen, da ich eine offene und ehrliche Person bin, ich grüße euch alle. Hallo Silvia, hallo Gudrun, hallo... Wer ist denn noch da? Hallo, Gott segne euch. Ich erzähle euch gerade ein Zeugnis. Also, abends kam es dann ehrlicherweise dazu, dass ich zu viel Rotwein konsumiert habe aus lauter Frust. Weil ich nicht wusste, woran hat es gelegen, dass ich die Wiedereingliederung nicht bestanden habe. Warum nicht? Also, damit kam ich nicht klar. Versagt zu haben, ohne zu wissen, warum eigentlich. Es kam dann an dem Abend zum Ausbruch meiner Erkrankung, und zwar die PTBS, die posttraumatische Belastungsstörung. Und dann damals in diesem Zustand habe ich ja häufiger mir mal eingetrunken oder mich sogar selbst verletzt. Ich bin an diesem Abend am Freitag auf gut Deutsch durchgedreht. Wo der Satan mich praktisch komplett im Griff hatte, weil ich zu viel Alkohol getrunken habe. Ich bin dann nachts zur Klinik und habe dann dort die Nacht verbracht. Gott sei Dank. Sonst hätte ich vielleicht noch mehr Alkohol hier zu Hause getrunken. Also ihr Lieben, ich bin dann am nächsten Tag nach Hause. Ich war die letzten zwei Tage völlig fertig. Ja, die Gefühle gingen so rauf, runter, von Heulen auf Lachen. Ich war völlig fertig mit den Nerven, weil mir Dinge passiert sind, auch im Nachhinein, wo ich gedacht habe, dass das nie wieder auftritt. Weit gefehlt. Also, es kann hin und wieder und wieder mal vorkommen, auch wenn man mit Gott zusammen ist, dass man solche Rückschläge erleidet. Ich hatte auch, ich muss auch zugeben, ein wenig den Kontakt mit Gott verloren, weil ich hatte nur noch meinen Partner im Kopf und ich hatte meine Arbeit im Kopf. Ich hatte eigentlich gar keine wirkliche Zeit mehr gehabt, mich mit Jesus zu beschäftigen. Was passiert? Ich fing an, meine eigenen Wege zu gehen. So. Und dementsprechend, unser Himmelspapa ist eifersüchtig, ja? Sobald wir hingehen und etwas an die erste Stelle setzen, anstelle von Gott, ja, dann
passiert das mit mir, dass ich einmal erstmal wieder tief fallen muss. Tief fallen musste, und das ist am Freitag passiert. Ich denke einfach mal, dass der Herr diese Situation für sich genutzt hat. Dass ich wieder meine Sinne wieder komplett auf Jesus Christus gerichtet halte und wieder vermehrt zu ihm bete. Ich habe natürlich nach dem Sinn gesucht, warum der Herr das jetzt zugelassen hat, und den Sinn habe ich gefunden. Papa Gott hat gesehen, dass ich mich zu doll wieder dem Weltlichen zugewandt habe und mich von Gott weiter entfernt habe. Aber da wir Gottes Kinder sind, lässt er uns natürlich nicht weit ziehen mit unseren eigenen Wegen. Nein, da passiert dann halt etwas, wo wir tief fallen erstmal. Ich bat gestern Gott um Vergebung, vorgestern auch. Ja, ich habe auch viel geweint. Auch gestern war ich zu Besuch bei einer Glaubensschwester, kam nach Hause, kniete vor Gott nieder und betete zu ihm, dass er mich doch bitte wieder aufrichten möge. Und heute ist der Tag da, wo ich komplett wieder aufgerichtet bin. Ich habe den Willen Gottes erkannt in dieser Situation und ich habe das Vertrauen zu Gott, dass er mir eine andere Türe öffnen wird. Liebe Conny, ich möchte dir auf diesem Wege von Herzen für deinen Beistand danken, falls du da bist. Ach, du bist da! Ja, für deine wundervollen Worte heute Morgen, die haben mir natürlich auch weitergeholfen. Ne? Jo, liebe Gudrun, du bist auch da. Ne? Wir sind momentan nämlich Geschwister, die aus Duisburg stammen, wo wir wirklich fest zueinander halten. Ja, besonders in der Endzeit, wie wichtig das ist, gute Kontakte zu Glaubensgeschwistern zu haben, wenn es einem von uns mal dreckig geht. Mir ging es ja gestern nicht gut und deswegen war ich froh, dass ich auch gestern zu meiner Glaubensschwester Gudrun gehen konnte. Ja, also es ist ganz, ganz wichtig. Und jetzt möchte ich mit euch ein Thema besprechen, was wirklich viele Menschen belastet. Das ist das Thema, wie der Satan arbeitet, um Seelen zu zerstören. Und zwar der Selbsthass. Okay? Mein Zeugnis sei jetzt dafür da, dass ich Gott sei Dank endlich gelernt habe, mit sozusagen Rückschlägen oder wenn ich mal verkackt habe, wie ich damit umgehe. Damals war das so gewesen, wenn ich mal verkackt habe auf gut Deutsch oder wenn ich versagt habe oder wenn ich Rückschläge hatte, wie zum Beispiel die Psyche, dass ich dann ganz unten war und dann wieder auf einmal mich selbst zu hassen angefangen hatte. So war das vor ein paar Jahren gewesen, weil der Satan dann zu mir damals ankam und sagte, siehste, guck mal, hast wieder denselben Scheiß gemacht, du hast bei Gott verkackt auf gut Deutsch. Das waren so die Sprüche, die der Feind mir damals immer ins Ohr geflüstert hat. Heute gehe ich anders damit um. Okay, es ist passiert. So, ich denke dann an folgenden Satz zurück, den Gott in seinem Wort zu uns immer wieder sagt. Dass wir unserem Bruder oder unsere Schwester 70 mal 7 mal oder 7 mal 70 mal vergeben sollen. Und da der Herr uns das gebietet, handelt der Herr genauso. Auch wenn wir hin und wieder mal in denselben Scheiß, auf gut Deutsch, im alten Leben zurückfallen. Das passiert leider. So. Weil der Satan nutzt unsere Schwächen. Und bei mir war es damals die Versagensangst. So. Und dieses Versagen, auch wenn ich nicht weiß, warum ich versagt habe, in der Wiedereingliederung, war ein Beispiel, eine Prüfung Gottes für mich, um zu gucken, wie gehe ich diesmal damit um. Abends kam es dann natürlich obendrauf zu diesem Rückfall mit Alkohol und der Selbstverletzung. Ja, dass ich eine Nacht freiwillig in der Klinik verbracht habe, bevor noch mehr Mist passiert. Okay, am nächsten Tag habe ich mich sofort wieder entlassen lassen, aber die ganzen Ereignisse, die haben mich so überrollt, dass es mir psychisch sehr, sehr schlecht ging. Ja, von einem auf dem anderen Tag, dass ich das einmal so drehen kann. Nur das war gleichzeitig eine Prüfung von Gott an mich, wie gehe ich damit um. Damals habe ich mich von euch allen zurückgezogen, wenn mir solche Dinge passiert sind,
weil ich mich dafür geschämt hatte. Der Herr möchte aber von mir, dass ich euch klar mache, auch wenn wir mit Jesus zusammen sind, dass wir leider immer noch manchmal ins alte Leben zurückgedrängt werden durch den Satan. Das versucht er immer wieder, uns an den schwächsten Stellen anzugreifen. Okay? Und der Herr lässt uns im Laufe unseres Glaubenslebens immer wieder ähnliche Situationen erfahren, um zu gucken, haben wir daraus gelernt? Was haben wir von Gott gelernt? So, und dementsprechend habe ich das Gelernte umgesetzt, ihr lieben Geschwister. Ich habe mich vom Satan nicht veräppeln lassen, habe mir nicht sagen lassen von ihm, dass ich versagt hätte. Nein, habe ich nicht. Ich erkenne einfach jetzt den Willen Gottes darin, dass der Herr mich wieder enger an sich heranziehen wollte und dass ich wieder vermehrt für meine Glaubensgeschwister da bin, die momentan aktuell meine Hilfe brauchen. Und durch eine Glaubensschwester, die ganz massiv vom Selbsthass betroffen ist und worüber wir uns heute unterhalten haben, das hat mir den Auslöser gegeben, nochmal live zu kommen und mit euch über das Thema zu sprechen. Selbsthass, das ist die Geißel der Menschheit, ihr Lieben. Das ist das härteste Mittel Satans, um die Menschen, die Seelen zu zerstören und von Gott fernzuhalten. Ich litt jahrelang unter den Selbsthass. Aber was bei mir nicht mehr passiert ist, dass ich mich gehasst habe. Unabhängig davon, dass ich getrunken habe oder mich geschnitten habe. Okay? Ich hasse mich dafür nicht. Das Einzige, ich habe halt den Fehler gemacht, ja, bin nicht akkurat mit dieser Situation umgegangen, habe mir keine Hilfe geholt, nix. So, der Satan hat von mir, aufgrund, dass ich zu viel Alkohol getrunken habe, ja, Besitz von mir ergriffen, dann kam alles andere obendrauf. Der Herr hat recht, in Epheser 18 steht drin, ja, trinkt nicht zu viel, ja. Das führt zum ausschweifenden Leben. Und da macht man Dinge halt, die man im Normalzustand nicht machen würde. Da ich eine öffentliche Person bin, habe ich von Gott den Auftrag bekommen, auch wenn ich versage, wenn ich Rückschläge erleide, dass ich sie euch mitteile, ihr Lieben, dass nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Und ich bin mir ganz sicher, ihr Lieben da draußen, dass ihr auch eure Rückschläge habt. Auch an psychisch kranke Menschen da draußen, die in Jesus seid. Dinge, die ihr vielleicht lange nicht mehr getan habt, dass sie doch mal wieder auftauchen könnten. Okay? So, und das gilt auch für alle anderen Geschwister da draußen, die jetzt diese Geschichte von mir hören. Ja, dass ihr bitte nicht von mir sagt, dann glaubst du nicht richtig, dann bist du wirklich nicht mit Jesus zusammen, wenn dir solche Dinge immer noch passieren sollten. Also, wir sind schwach, ihr Lieben. Wir sind unser ganzes Leben lang hier auf dieser Welt den Versuchungen des Teufels ausgeliefert. So, manchmal ist das so, dass uns Situationen vor die Füße geschmissen werden, mit denen wir nicht umgehen können, weil wir das noch nie erlebt haben. So, und ich habe das noch nie erlebt, dass ich mit einem hohen Selbstbewusstsein an eine Sache herangegangen bin, mit absolutem Gottvertrauen und dann auf einmal so eine Niederlage erlebe. Okay? Das ist etwas, was ich noch nicht erlebt habe. Dass ich positiv an etwas drangegangen bin und dann auf einmal diese Situation erlebte. Ich habe es nicht verstanden. Okay? Ich habe es nicht verstanden. Aber da ich wusste, okay, ich habe mich vom Papa zu doll zurückgezogen, also hat er einfach die Situation jetzt für sich genutzt, um mich wieder näher an ihn heranzuführen. Und seitdem ich seinen Willen erkannt habe und jetzt auch die Dinge tue, die Gott jetzt von mir will, merke ich wieder seine Anwesenheit. Ich habe ihn seit Wochen nicht mehr gespürt, ich habe ihn seit Wochen nicht mehr wirklich gehört. Okay, weil ich mich zu doll der Welt zugewandt habe, ohne es zu merken, meine Arbeit und meinen Partner an die erste Stelle gesetzt habe und Gott immer mehr in den Hintergrund gerückt ist. So, und Menschen, die wirklich in des Vaters Hand sind, ja, der Vater sagt,
Niemand kann euch aus meiner Hand entreißen, niemand. Dann sorgt er dafür, wenn das Kind zu weit geht. Zu weit sich vom Vater entfernt, dann macht er den hier. Okay? Und das bedeutet dann auch, dass wir fallen. Dass wir fallen, das nutzt er für sich. Nur der Vater geht nicht hin und lässt uns am Boden liegen. Nein, wir sollen uns dann wieder in der Zeit auf den Herrn wieder, da sind wir zu weit gegangen. Danke, Papa, sag ich, da du mich wieder auf den engen Weg zurückgeführt hast. So sollt ihr das auch sehen, ihr lieben Geschwister. Also, der Herr nutzt das manchmal an alle, die in Jesus seid. Wenn ihr euch unbewusst zu weit vom Herrn entfernt und eure eigenen Wege geht, wenn ihr unbewusst den Herrn an die zweite Stelle setzt und alles andere vorschiebt, dann geht der Vater hin, weil er euch liebt. Er züchtigt jeden, den er liebt. Dann zieht er euch zurück. Und dann passiert das, dass ihr vielleicht eine Situation erlebt, wo ihr denken könntet, ich als gläubiger Mensch, das darf mir doch eigentlich gar nicht passieren. Okay? So, mit dieser Geschichte soll ich euch einfach Mut machen, dass ihr dann keinen Grund habt, auch wenn ihr Niederlagen erlebt, Rückschläge erlebt, sei es psychischer Art oder beruflicher Art oder sonst irgendwas. Papa nutzt die Situation für sich, um euch wieder zur Besinnung zu bringen. Es ist ganz wichtig, besonders in dieser Endzeit, dass wir wirklich ganz nah an Jesus dranbleiben. Und leider leben wir im Fleische, lieben. Und wir sind alle immer wieder der Versuchung erlegen, eigene Wege gehen zu wollen und Gott links liegen zu lassen. Das passiert, ihr Lieben, so. Und deswegen, weil Gott uns liebt, züchtigt er uns auch. Und dementsprechend, weil Gott halt diesen Grund für uns hat, warum er das zulässt, dass wir manchmal fallen, brauchen wir uns selbst nicht mehr dafür zu hassen, wenn wir Versagen oder Rückschläge haben. Wenn wir mal Zeiten haben, wo es uns mal nicht so prickelnd geht, wo mal alles nicht so hundertprozentig läuft. Also, der Selbsthass ist was ganz, ganz Schlimmes. Und besonders betrifft es Menschen, die so erzogen worden sind, dass sie Leistung zu erbringen haben, ja, um dafür geliebt zu werden. Und es gibt Geschwister, die denken auch Gott gegenüber so, dass der Herr uns nur dann Gutes tut, wenn wir ihm dafür Leistung erbracht haben. Versteht ihr? Und das ist eine Lüge vom Satan. Wir wissen im Grunde alle ganz genau, dass der Herr uns liebt und dass wir seinem Kreuzestod Jesu Christi nichts hinzufügen können. Absolut nichts. Aber trotzdem immer noch denken, wir müssen Gott dienen, wir müssen dies und das und jenes, um von ihm die Liebe zu empfangen. Nein, die Liebe kriegen wir umsonst. Die kriegen wir umsonst. Damals habe ich auch so gelebt. Ja, ich war sehr leistungsorientiert und habe dementsprechend auch Gott gegenüber so gehandelt. Und wenn ich eine Auszeit gehabt habe, wo ich anderen Menschen nicht helfen konnte, weil ich selber hilfebedürftig war, da hat Gott zu mir gesagt, so, jetzt bist du dran, mein Kind, dass auch du Hilfe benötigst. Ja? Und das gilt für jeden von euch. Viele von euch haben Probleme damit, für sich selbst zum Beispiel zu beten. Es gelingt uns hervorragend, für andere Menschen zu beten. Aber wenn es um uns selber geht, verbieten wir uns das. Warum? Weil wir das dann direkt gleichsetzen mit, das sei egoistisch. Für uns selbst zu beten. Auch das ist eine Lüge. Und das tritt vom Selbsthass hervor, dass wir für uns selber gar nicht beten dürfen. Weil wir für Gott ja viel zu wenig Leistung erbringen und dies und das und jenes. Gott liebt uns ohne Leistung. Ohne. Er hat uns zuerst geliebt. Zuerst. Und er hat uns zu sich gezogen aus lauter Güte. Steht in Jeremia. Okay? Er hat uns aus lauter Güte zu sich gezogen. Er hat uns beim Namen gerufen, wir sind sein. Und im Laufe unseres Lebens zeigt Gott uns das. Ja? Also, an alle Geschwister da draußen, wenn ihr in eurem Glaubensleben mal fallt oder Dinge macht, die vielleicht im alten Leben vorgekommen sind, bitte verzweifelt nicht, okay? Weil das sind nämlich Sachen, die der Satan gerne für sich nutzt, wo wir dann denken, oh Scheiße, wir glauben doch nicht richtig, sonst würde das ja nicht passieren und das und das und das. Ganz im Gegenteil, ganz im Gegenteil. Dann vertraut erst recht auf den Herrn, dass er euch das vergeben hat, okay? Weil der Herr kennt unseren Weg.
Er kennt unseren Weg von A bis Z. Bevor wir überhaupt geboren worden sind, stand der Weg für uns schon fest. Und dementsprechend können wir den Herrn mit nichts enttäuschen. Wenn ihr das Wort enttäuschen auseinandernehmt, Gott kann sich niemals täuschen oder kann niemals enttäuscht werden, weil er alles schon im Vorfeld weiß, ihr Lieben. Weil er alles schon im Vorfeld weiß. Gerne, Christina, gerne. Also, was ganz wichtig ist, besonders an alle Evangelisten da draußen, ne, spielt der Welt bitte nicht vor, dass alles perfekt ist, wenn man mit Jesus unterwegs ist. So, dass wir manchmal auch mal Schweres durchmachen oder selber mal Scheiße bauen, ihr Lieben. Das kommt leider vor, weil wir leben auf dieser Welt. Und ich möchte euch jetzt Folgendes von Gott mit auf den Weg geben. Da wir uns jetzt richtig knallhart in der Endzeit befinden, setzt der Teufel nochmal ordentlich ran, um uns Gotteskinder komplett zu quälen. Leute, so, und deswegen ist das wichtig, dass wir wirklich erst recht dann in dieser Zeit zusammenrücken. Ich danke Gott von Herzen dafür, dass ich euch habe. Ich danke Gott, dass ich Conny und Gudrun habe, direkt um die Ecke hier wohnen, sozusagen, wenige Stationen, dass wir drei mit Daniel zusammen richtig dicke und zusammenpacken, ja, füreinander beten, und wenn einer schwach ist, dann wird er hochgehoben. Fertig. Ja, das steht jetzt hier zum Beispiel in Römer 15. Das möchte ich euch jetzt gerne vorlesen. Also, der Satan, der nimmt jetzt Anlauf, okay? Er weiß nicht mehr, wie lange, also er weiß, dass ihm nicht mehr lange Zeit bleibt. Deswegen geht er jetzt auf Angriff rüber auf sämtliche Gotteskinder. Das geschieht bei Gudrun, bei Conny, bei mir, bei dir, Ellen, bei Christina, allen Gotteskindern, dass sie jetzt auf die ein oder andere Art Leid erleben. Ob es Versagen ist, ob es Ängste sind, ob es Schicksalsschläge sind und. Ja, der Satan gibt jetzt ordentlich Gas. Nur ich kann euch wirklich nur ans Herz legen, zieht euch bitte nicht zurück, ja? Wenn euch was passiert, ja? Schämt euch dafür bitte nicht, ja? Wenn ihr mal einen Rückfall habt, okay? Deswegen möchte Papa Gott von mir, dass ich keinen falschen Stolz an den Tag lege und euch nur das Gute erzähle über mich jetzt, sondern auch mal Dinge raushau, die mal scheiße gelaufen sind, ja? Das gehört nämlich zur Ehrlichkeit hinzu. Nur die meisten Propheten oder Prediger oder Evangelisten, die verheimlichen das. Die zeigen euch die Schokoladenseite. Aber was hinter den Köpfen oder hier abläuft, das wisst ihr alle gar nicht. So, dementsprechend, Papa hat das von schon jahrelang von mir gewollt, wenn ich versage mal, wenn ich mal ins Fleisch zurückfalle oder solche Dinge, ja, dass ich euch das mitteile zum Zeugnis, dass sie nun mal leider im Kampf sind, im geistlichen Kampf, ja, gegen die finsteren Mächte. Und die haben jetzt ordentlich rangezogen, meine Lieben. Ich bin fest davon überzeugt, jeder, der das Live-Video jetzt sieht, macht gerade eine schwere Zeit durch, jeder Gläubige ganz besonders. Egal welche Art, das bin ich mir hundertprozentig sicher. Dass ihr dann dementsprechend jetzt das braucht, weil Gott führt, nicht ich entscheide was, das macht alles der Papa. So, ja, also der Satan geht jetzt in die Offensive, meine Lieben, und greift uns jetzt alle besonders an. Wir können aber den Mist nicht jeder für uns alleine tragen. Das funktioniert nicht, meine Lieben, okay? Also, erstens, bitte nicht von Gott entfernen, wenn ihr mal verkackt, okay? Weil das will nämlich der Satan. Das will der Satan, dass wir uns aufgrund unserer Schuldgefühle, schlechtes Gewissen vom Herrn zurückziehen, weil wir gesagt haben, wir machen das nie wieder, was wir früher gemacht haben. Wenn es doch mal passiert, ja, Gott vergibt uns das, okay? Aber wir müssen auf die Knie gehen und Gott um Vergebung bitten, na? Das ist natürlich ganz klar. So, aber zieht euch bitte nicht zurück vom Herrn, wenn ihr mal versagt in eurem Glaubensleben, okay? Weil das Thema ist heute auch Selbsthass. So, und das ist manchmal die Geburtsstunde des Selbsthasses. Wenn ein gläubiger Mensch auf einmal Dinge tut, die vor seiner Wiedergeburt stattgefunden haben, ja, immer wieder dann passieren,
dass der Mensch sich dann anfängt zu hassen, weil er denkt, nee, ich glaube nicht richtig, sonst würde das alles nicht passieren. Ne? Und das ist ein absoluter Trugschluss vom Satan, Leute. Lasst euch bitte nicht veräppeln. Auch wenn ihr mal versagt, auch wenn ihr mal vielleicht im Fleisch, aus dem Fleisch heraus handelt, bitte, bitte bleibt besonders dann an Jesus dran, okay? Weil wir können die Gewissheit haben, dass der Herr unseren Weg bereits schon von A bis Z kennt. Dass wir mit nichts enttäuschen können, okay? Er wäre traurig, wenn wir uns deswegen von Gott zurückziehen würden. Was? Auch wenn ihr mich dafür hassen werdet, aber bei Gott gibt es keine Ausreden. Ja, hier war auch so, ohne PTBS, denn die gab es damals noch nicht. Lach, yo, wir sollen über die Lügen des Feindes lachen. Mhm. Moment. Ach Gott, das ist aber ganz schön viel. Schwester! Moment, ich möchte aber trotzdem lesen. Also, wir sollen über die Lügen des Feindes lachen. Ich wiederhole, Hochsensibilität. Und wer will das Gute zerstören, indem er Wundervolles in PTBS verwandelt? Wer macht Menschen gerne Angst? Gott tut dies nicht. Zwinker. Und ich wiederhole, wir müssen nicht gut sein. Gut sein müssen baut Druck auf. Wir sind dann gut, wenn wir unsere Fehler im Licht Gottes erkennen. Richtig. Mehr möchte Gott nicht. Sehnsüchtiger Glaube reicht, damit Gott wirken kann. Und Selbsthass entsteht nur da, wo man von außen gezwungen wurde, Dinge zu tun, die man ohne diesen Einfluss nicht getan hätte. Der Fehler liegt also nicht im Selbsthass, sondern im Unglauben. Dass Gott der Einzige ist, der da helfen kann. Genau, keiner soll das allein tragen. Gott ist Einheit und möchte uns als Einheit. Wir versuchen zu verstehen, was man nicht versteht. Aber jeden Einzelnen und mich hier aus. Den Frieden Gottes und seinen Segen. Amen. Halleluja. Also, unsere Conny, unsere liebe Schwester, die zeigt nicht ganz klar, wie stark der Herr in unserer Schwachheit ist. Unsere Süße hat mir ganz viel durchgemacht, macht jetzt noch viel durch, aber hat trotzdem den Frieden Gottes in sich. Wow. Ne? Und das ist das, was der Herr ja auch von uns möchte, dass wir das lernen. So, trotz allem, was wir durchmachen, im Frieden Gottes zu bleiben, das ist gar nicht mal so leicht. Eben weil wir den Feind auch noch an dem Ruckzippel hängen haben. Ne? Also, Connylein, das gibt es, aber ich muss leider das Thema Selbsthass besonders zur Sprache bringen, weil es nämlich viele Menschen betrifft, die darunter leiden. Der Teufel ist Hass, okay? Und versucht den Menschen, den Seelen, den Hass natürlich auch ins Herz zu pflanzen. Ne? Ins Herz und in die Seele. Selbsthass macht die Seele kaputt, zerstört sie. Okay? Und da ich halt selber jahrelang darunter litt und Gott sei Dank, dank Jesus herausgefunden habe, ja, nie wieder dem Selbsthass verfalle, auch wenn ich Fehler mache, deswegen habe ich euch dieses Zeugnis gegeben, dass ich mich deswegen nicht wieder selbst zu hassen anfange wie früher. Nein, ganz im Gegenteil. Ich liebe mich immer noch. Okay? Daran ändert sich nichts. Besonders weil Gott, der Herr, uns auch lieb hat, trotz unserer Fehler. So, deswegen dürfen wir nicht hingehen und uns über Gott selber stellen, indem wir sagen, nö, ich hasse mich aber. Okay? Da würde man in dem Moment nämlich uns über Gott stellen und sagen, nö, ich hasse mich. Obwohl wir eigentlich wissen sollen, dass Gott uns liebt. Ja? Nicht umsonst ist Jesus für uns durch dieses schwere Martyrium gegangen. Einen größeren Liebesbeweis für uns gibt es vom himmlischen Vater nicht. Dass Jesus am Kreuz bereits all unsere Schwächen und Rückschläge und Versagen und Schmerzen und Krankheiten bereits schon alles getragen hat für uns. So, dementsprechend möchte der Herr natürlich auch, dass wir in ihm Frieden finden. Nur das ist ein Lernprozess. Und Conny, ich muss sagen, dass du in der Beziehung schon ziemlich weit bist. Ja? Nur das ist halt ein Prozess, was jeder Gläubige erstmal lernen muss. Der eine braucht länger, der andere kapiert es sehr schnell. Okay? Die Menschen sind halt unterschiedlich konzipiert, das ist normal. Auch der Glaubensweg mit Jesus Christus ist individuell von Gott vorherbestimmt worden. Ja, nach seinem richterlichen Ratschluss. So, Conny. Und wenn du zum Beispiel nicht so weit gewesen wärst, ja, dann hättest du mir zum Beispiel heute Morgen nicht so ein paar wundervolle Worte mit auf den Weg geben können.
Die haben mich heute aufgerichtet, Schwesterherz. Und was passiert? Ich konnte einer anderen Glaubensschwester aufrichten. Das ist wie eine Kettenreaktion. Okay? Also, deswegen an alle, die ihr vielleicht jetzt in Not seid, die ihr vielleicht auch Rückfälle erlitten habt, die euch an das alte Leben erinnern. Bitte, bitte lasst euch vom Satan nicht veräppeln, indem er euch einredet, ihr gehört vielleicht doch nicht zu Gott, wenn ihr doch wieder den alten Scheiß macht. Ne? Zum Thema Wiedergeburt, ihr wisst, was ich meine, okay? Lasst euch bitte vom Satan das nicht ausreden, dass ihr trotzdem Wiedergeborene sein könnt, okay? So, es steht in der Heiligen Schrift in Epheser 6, dass wir halt nun mal gegen die Mächte der Finsternis kämpfen. Und das ist eine mächtige Kraft, meine Lieben, das ist so. Das können wir nicht runterquasseln. Okay, wir sind Menschen und wir haben gegen finstere Mächte zu kämpfen. So, der eine mehr, der andere weniger. Und der Herr bestimmt das Maß, mit was er uns zumuten kann. Ja, Conny, vielleicht hat Gott bei dir eine ordentliche Packung zugemutet. Okay, jemand, was ein anderer vielleicht gar nicht tragen könnte. Aber Gott, der Herr, er entscheidet das. Er gibt uns das Maß des Glaubens. Er gibt uns das Maß des Leids, was er uns zutraut. Weil wir nun mal Jesus Christus ähnlich werden sollen. Und Jesus ist durch bitteres Leid gegangen. Und als Nachfolger Jesu Christi erleben wir nun einmal ähnliche Dinge wie er. Ja, dass wir nicht davor verschont sind, hier auf dieser Welt Leid zu erfahren, auf welche Art und Weise auch immer. Und deswegen sollte man auch niemals hingehen untereinander und Wettkämpfe darüber veranstalten, wer jetzt mehr leidet als der andere, okay? Genauso auch, wer stärker glaubt als der andere. Nur ich hebe das jetzt ein bisschen hervor, liebe Schwester Conny, dass der Herr dich komplett gestärkt hat, dass du auch ein Zeugnis dafür sein kannst, dass du trotzdem im Frieden Gottes diesen ganzen kranken Mist ertragen kannst. So, ne? Und jeder von uns ist halt unterschiedlich, ja, wie er mit den Situationen umgehen kann, inwieweit er gereift ist, Gott zu vertrauen und ihm zu glauben. Auch wenn einem der Sturm bis hier übergeht, dass trotzdem der Blick auf Jesus Christus gerichtet bleibt. Nur der Hass, der Selbsthass, der von Satan in die Herzen, auch von gläubigen Menschen gesät werden kann, die halten das alles ab. Okay? Die bekommen dann so eine Art Schleier über. Ich rede aus Erfahrung, okay, obwohl ich wiedergeboren war, passierte mir das, dass der Satan versucht hat, mir alles wegzunehmen, was Gott mir geschenkt hat. Und das geschieht jedem wiedergeborenen Christen. Keiner kann mir erzählen, dass ein wiedergeborener Christ nie wieder in alte Verhaltensweisen zurückrutscht. Derjenige, der das behauptet, der lügt, meine Lieben. Ja, das ist unehrlich. Muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, also, wenn jemand das Zeugnis von mir heute noch in Zukunft hört und mir dann erzählen will, ey, ein wiedergeborenen Christen darf das doch nicht passieren, da muss ich wirklich sagen, Leute, wie sieht es bei euch selber aus? Habt ihr noch nie versagt in eurem Glaubensleben? Noch nie? So, derjenige, der das behauptet, der lügt. So, deswegen braucht ihr euch von Glaubensgeschwistern keinen Quatsch einreden zu lassen. Wenn ihr mal offen über eure Versagen sprecht, ja, ihr seid nicht wiedergeboren. Okay, also bitte nicht veräppeln lassen vom Satan. Jeder versagt. Jeder. Okay, weil wir Menschen nun mal leider auch sündig sind. Wir leben nun mal leider auch noch im Fleisch. Solange bis wir im Sarg sind, ja, haben wir den Kampf zwischen Fleisch und Geist. Okay, bis wir im Sarg liegen. Kein Mensch ist hier vollkommen. Der Einzige, der vollkommen war, war Jesus Christus. So, dementsprechend, ne, ich möchte nur die Warnung aussprechen, an alle Selbstgerechten, ne? Leute, bitte seid vorsichtig, fasst euch bitte an die eigene Nase. Wann habt ihr mal versagt? Wann hattet ihr mal einen Rückfall gehabt während eures Glaubenslebens? Okay? Menschen, die behaupten, die würden nie wieder mehr Fehler machen oder ins alte Leben mal, ne, dass da einige Dinge mal wieder auftauchen, der lügt. Ja? Und zeigt dann wirklich nur die Schokoladenseite und impliziert dann der Welt, das Leben ist immer top, du kriegst alles, wenn du Jesus hast und so weiter. Die gehen dann in die weltliche Schiene rüber,
ja, dass du sogar auch Weltliches alles haben kannst, wenn du in Jesus abhängst. Was ist das für ein Quatsch? Ja, sonst würde sich das nämlich der Heiligen Schrift nämlich widersprechen. Ne? Wir sollen nach dem Reiche Gottes trachten, ne? Und Schätze im Himmel sammeln und nicht hier auf der Erde. Ne? Wo Motten und Würmer und Rost diese zerstören können. Aber die himmlischen Schätze, die werden unzerstörbar sein. Die sind ewig. Auch wenn wir manchmal versagen, ja, wir dürfen auch nicht vergessen, dass der Herr es auch ist, der in uns, aus uns, wir sind seine Gefäße, ja, okay, dass wir trotzdem aber ein Segen sein können für unsere Mitmenschen. Menschen, die aber vom Selbsthass betroffen sind, die sehen das gar nicht mehr. Was das eigentlich für liebevolle Menschen sind. Was sie vielleicht für tolle Spuren im Leben anderer hinterlassen haben. Selbsthassende vergessen das alles. Ja, dass sie, wir selbst könnten vielleicht alles vergessen. Ja, aber Gott vergisst nichts. Ja, was wir getan haben. Und der Mensch selber, der vielleicht von uns mit Hoffnung getränkt worden ist, vergisst das niemals. Niemals. Jeder von uns hinterlässt Spuren bei anderen Menschen, und zwar im positiven Sinne, wo wir mal zum Segen werden durften für andere. Okay? Deswegen niemals vergessen, ihr Lieben, wenn ihr selber mal versagt, ja, vergesst nicht, was ihr auch Gutes durch Christus gewirkt habt im Leben, ja? Die Welt ein kleines bisschen schöner zu machen um euch herum. Okay? Also, man braucht nicht viel zu machen, um die Welt um sich ein wenig schöner zu machen. Ein Lächeln genügt sogar schon. Oder eine kleine Unterhaltung, eine aufmunternde Unterhaltung genügt. Lobpreismusik genügt. Ja, was weiß ich, Segen Gottes genügt. Okay, man braucht nicht viel zu machen. So, an alle Menschen, bitte auch mit Christen, ne, die können auch an Selbsthass, unter Selbsthass leiden. Ja, leider gibt es das, ihr Lieben. Okay, also man kann aber trotzdem in Jesus sein, trotzdem. Ich spreche aus eigener Erfahrung, okay? Ich litt unter dem Selbsthass, obwohl ich seit 2015 mit Jesus abhänge. So, und jetzt erkläre ich euch, warum Gott das zulässt. Dass ein Christ unter Selbsthass leidet, damit er sieht und lernt, wie arbeitet der Satan? Wie arbeitet der Satan, die Seelen zu zerstören und von Gott fernzuhalten? So, der Christ lernt, das Geschwisterkind lernt dann, einige Werkzeuge von Gott kennt, die er anzuwenden hat, um sich gegen den Satan zu wehren. Also, aus dem Selbsthass herauszukommen, funktioniert, ihr Lieben. Es funktioniert. Also, man verwende nur die Werkzeuge, die Gott uns dafür in die Hand legt. Wenn wir die Werkzeuge nicht verwenden, dann bleiben wir natürlich in dem Selbsthass drin. Kommen wir nicht mehr raus. Also, der Herr gibt uns Epheser 6, die ganze Waffenrüstung Gottes. Wenn wir sie nicht anwenden, ja, dann sind wir es selber schuld. Dann bleiben wir in dem Hass natürlich drin. Ja, und der Satan freut sich, wenn die Seele am Boden liegt, wenn der Mensch vor Angst oder Selbsthass gelähmt ist und vom Teufel halt Sprüche ausspricht wie, ich wäre nichts wert, ich bin ein Stück Dreck, ich bin zu nichts Nutze und dies und das. Das sind alles Worte, die der Feind dem Menschen, also den sich selbst Hassenden, einredet. Okay, also ich habe das selber alles miterleben müssen, weil der Herr mir dadurch ganz, ganz viele Lektionen beigebracht hat. Das und das habe ich zu tun, bis es mir wieder besser geht. Also ich erzähle euch jetzt, was das ist. Ich habe das auch der Glaubensschwester heute mitgeteilt, was es ist. Also Punkt Nummer 1, auf die Zunge zu achten. Lest euch da bitte Jakobus 3 durch. Die Zunge hat große, also Worte haben große Macht, auch Worte, die man über sich selber ausspricht. Wenn man negative Gedanken, die vom Satan kommen, ausspricht, ja, erst die Gedanken, dann ausspricht, diese Gedanken rutschen ins Herz rein, zack, knallen auf die Seele und der ganze Mensch liegt am Boden. So, und das ist genau das, was der Satan will.
Okay. Aber im Namen Gottes sollen wir das Gegenteil machen. Also über unsere Gefühle zum Beispiel stehen, statt Satans Gedanken auszusprechen, Gottes Gedanken auszusprechen. Und das so lange, bis Gottes Gedanken ins Herz rutschen und dann die Seele erfrischt wird und wieder aufsteht. Das ist das, was der Herr will. Okay, dementsprechend ist es wichtig, die Waffenrüstung Gottes anzulegen, laut Epheser 6. Der Satan versucht einfach zu verhindern, die Berufung, das Amt, was Gott für uns vorgesehen hat, wegzunehmen, vorzuenthalten. Dass das Werk Gottes in der Seele, also eines Gläubigen, bloß nicht seine Erfüllung findet. Okay? Dementsprechend werden besonders Berufene, besonders Erwählte von Gott ganz, ganz schlimm vom Satan und seine Dämonen versucht und bedrängt. Das geschieht bei Geschwistern, die hier gerade live zugegen sind und auch bei mir. Ja, dass besonders erwählte Geschwister vom Satan und seinen Dämonen ordentlich durchgeschüttelt werden, ja, daran erkennt ihr das, dass ihr eine wichtige Aufgabe zu erfüllen habt, was der Satan natürlich nicht will, ne, dass das Werk Gottes in euch seine Erfüllung findet. Und deswegen versucht er euch durch den Selbsthass am Boden zu halten, dass ihr bloß nicht aufsteht. Okay, es ist schwer. Ja, man muss natürlich über die menschlichen Gefühle drüber steigen, weil negative Gedanken natürlich auch negative Gefühle auslösen. Ist doch klar. Okay, du bist, was du denkst. Über dich, das ist wahr. Das kann sich zwar jetzt ein bisschen psychologisch anhören, das stimmt aber, dass du bist, was du von dir denkst. Das bist du dann. So. Und dann aber sich selbst zu überwinden, beziehungsweise den Satan, den kleinen Feind in sich zu überwinden, um mit Gottes Worten dagegen zu halten, obwohl die Gefühle den Stinkefinger zeigen, ja, das ist schwer. Aber fangt bitte damit an, okay? Jeden negativen Gedanken, den der Feind euch eingibt, sprecht ihn bitte nicht aus. Sprecht im Gegensatz Gottes Worte aus. Das ist das Schwert, ne? Das ist das Schwert, das ihr euch gegen die dunklen Machenschaften des Feindes zur Wehr setzen könnt. Mit Gottes heiligem Wort, was Gott über euch denkt. Ihr entscheidet das, auf wen ihr hören wollt. Auf den Satan oder auf Gott. Und manchmal verkacken wir halt den Lauf unseres Glaubenslebens, okay? Das passiert. Das ist manchmal passiert, dass wir der Versuchung leider erliegen. So wie ich am Freitag, vergangene Woche Freitag. So. Aber es ist kein Grund, sich selbst dafür zu hassen, weil man mal versagt hat. Ne? Also, perfekte Menschen will Gott nicht. Ja, er möchte sogar wahre Nachfolger haben auch. Ne? Die auf ihn vertrauen, auf seine Vergebung vertrauen, auf das, was Jesus am Kreuz für uns erwirkt hat. Darauf können wir uns immer wieder berufen. Wir können es immer wieder für uns anwenden. Dass wir uns immer wieder ins Bewusstsein rufen, Jesus hat am Kreuz uns unsere vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen Sünden bereits vergeben. Ja? Okay? Das heißt natürlich nicht, dass man bewusst und willentlich auf den Satan hört. Meistens passiert das aus dem Affekt heraus, ja? Oder wenn man halt Sachen konsumiert wie Alkohol, dass eine Kontrolle verliert. Ja, das ist klar. Das öffnet dem Feind Tore und Türen. Dementsprechend müssen wir aufpassen. Okay? Gut, das Thema war heute Selbsthass und ich möchte euch jetzt auch aus Römer 15 einen Teil vorlesen, wo wir nicht für uns selbst leben, sondern nach dem Beispiel Christi. Wir als die im Glauben Starken sind verpflichtet, die Bedenken der Schwächeren ernst zu nehmen, statt in selbstgefälliger Weise nur an uns zu denken. Jeder von uns soll auf den anderen Rücksicht nehmen und danach fragen, was gut für ihn ist und was ihm im Glauben weiterhilft. Auch Christus hat nicht danach gefragt, was ihm selbst gefallen würde. Es heißt von ihm in der Schrift, gegen mich, o Gott, richten sich die Beschimpfungen deiner Feinde. Und alles, was die Schrift sagt
und was doch schon vor langer Zeit niedergeschrieben wurde, sagt sie underetwegen. Wir sind es, die daraus lernen sollen. Wir sollen durch ihre Aussagen ermutigt werden, damit wir unbeirrbar durchhalten, bis sich unsere Hoffnung erfüllt. Denn von Gott kommt alle Ermutigung und alle Kraft, um durchzuhalten. Er helfe euch, Jesus Christus zum Maßstab für euren Umgang miteinander zu nehmen und euch vom gemeinsamen Ziel bestimmen zu lassen. Gott möchte, dass ihr ihn alle einmütig mit voller Übereinstimmung preist, ihn, den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Amen. Ich finde, dass diese Bibelstelle sehr gut passt. Die Glaubensschwester hatte mir mal heute vorgelesen. Da habe ich gedacht, jo, das passt. Also, die im Glauben stärker sind, haben die Aufgabe und nahezu die Pflicht, Glaubensschwächeren aufzuhelfen. Anstatt ihnen zum Beispiel einzureden, ja, wenn sie mal versagen, ihnen einzureden, du glaubst nicht richtig, du betest nicht richtig, ne, du bist nicht wiedergeboren und dies und das, was hier leider im Internet sehr, sehr häufig vorkommt, was dann auch der Grund ist, dass viele Geschwister sich dann von anderen Geschwistern zurückziehen und das Vertrauen verlieren. Ja, zu guter Recht. Ich habe euch vorhin zwar gesagt, ja, wendet euch in der Not an eure Glaubensgeschwister. Nur wahre Glaubensgeschwister zu finden, ist gar nicht mal so einfach. Dementsprechend betet zum Himmelspapa, dass er euch die richtigen Glaubensgeschwister zuführt. Bei mir war es damals auch so gewesen. Mittlerweile bin ich sehr, sehr glücklich darüber, dass ich mittlerweile auch wahre Glaubensgeschwister gefunden habe. Ja, dass sie uns einander gefunden haben, dass sie uns einander stärken. Der in dem Moment Glaubensstärkere hat die Aufgabe, die Glaubensschwächeren aufzurichten. Ja? Im Internet läuft leider immer wieder das Gegenteil, ja? Dass dann halt wirklich leidende Geschwister dann den Mund halten und für sich selbst leiden. Ja? Das Vertrauen allgemein zu Geschwistern verloren haben. Ich finde, dass das ein trauriger Zustand ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Na? Gut, ihr Lieben, das war's für heute. Das kann sein, dass Daniel und ich, so Gott es will, heute Abend nochmal live kommen, so um 6:30 etwa, nee, oder um 6:00, zwischen 6 und 6:30. Und da möchten wir über das Thema Glaubensprüfungen sprechen, ne? Aus Jakobus 1. Also wenn ihr Lust habt, seid heute Abend dabei. Okay? Ich liebe euch, danke fürs Zuhören und möge Gott euch segnen. Und euch stärken bei allem, was ihr durchmacht. Und bitte an alle, die ihr versagt habt, vielleicht mal, ne, lasst euch nicht unterkriegen. Es passiert leider. Wir können Gott mit nichts enttäuschen. Und das ist einfach großartig, oder? Gott segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bis dann.